Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Bloodborne. In der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir haben Lady Maria endgültig besiegt und wie immer nach solchen Kämpfen frage ich mich natürlich, haben wir sie abscheulich getötet oder haben wir ihr geholfen, eine bessere Zukunft im Jenseits, in der Waking World zu bekommen? Oder zumindest Ruhe zu finden. Das muss man sich wirklich immer fragen. Ist der Mord, den ich begangen habe, wirklich ein Mord? Oder denjenigen, den ich getötet habe, habe ich ihn wirklich getötet oder habe ich ihn erlöst? Ich glaube, das ist sehr tiefgründig, aber das passt auch sehr gut zu Bloodborne. Ja, wir befinden uns hier im Fischerdorf, Fishing Hamlet, um genauer zu sein. Und hier ist der Ursprung vielen Übels, was vor allem auch mit dem Schicksal der Hunter und mit Gurman zusammenhängt. Genaueres dazu kann ich später nochmal sagen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir sind noch am Anfang und am Anfang ist vieles noch nicht so klar. Wenn ich das jetzt schon so erwähnen würde, dann würde ich euch vieles vorwegnehmen. Ich suche nur gerade. Ne, alles gut. Alles gut. Auf jeden Fall haben wir hier schon erfahren, dass Bergenworth ihr Böses getan hat. Da wurde sich ja schon reichlich drüber beschwert, als wir hier das Örtchen betreten haben. Ich werde den Dialog nochmal triggern. Oder den Monolog eher für euch. Renwald, lästerlicher Mörder. Blutrünstig Monster. Söhne für die Unglücklichen. Beim Zaun von Mutter Koss. Gnade für das arme Greisekind. Gnade. Bitte. Sühne für die Opfer. Und Mutter Koss wird angesprochen. Da ist er nicht der Erste im Spiel, der Koss anspricht. Oh Gott, da hinten Foreshadowing. Wir erinnern uns ja auch an den Kampf gegen Mikulasch. Er sprach ja auch Kors an. Kors, manche meinen Cosm, hat er gesagt. Das kommt aber im Englischen noch besser rüber, weil da sagt er Kors, some say Cosm. Und Cosm im Englischen klingt schon eher nach Kosmos. Und das passt ja auch sehr zum Lovecraft-Setting hier. Der Kosmos. Und generell, wenn wir uns hier dieses Fischerdorf anschauen, das sieht schon sehr nach Schatten über Innsmouth aus, die Geschichte von H.P. Lovecraft, die ja auch mit zum Cthulhu-Mythos gehört. Und überall ist es hier mit diesen Fischresten überzogen, oder naja, diese, die sind ja keine Fischreste, aber ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott. Gott, wie ich jetzt schon den Block vorbereitet habe. Ich bin noch voll im Sekiro-Modus drin. Und jetzt wollte ich gerade die Items aufsammeln. Leute, ich bin richtig im Sekiro-Modus drin. So. Ja, Kors, Samsei, Kase wird hier nochmal richtig wichtig. Sind hier ganz viele Leichen. Da vorne komische Typen mit Speeren in den Händen. Generell finde ich das ganze Gebiet hier ziemlich cool designt. Also hier haben sie sich nochmal richtig Mühe gegeben, die Entwickler. Oh, Blutfiolen gibt es hier. Sehr schön. Was sind das denn für Fässer dort? Dieses fahle grüne Leuchten. Sieht schon eher böse aus. Ja, die Bewohner hier haben sich in eine Art Fische verwandelt. Und das sieht eher aus wie Schnecken.
So ein bisschen wie die Augur von Ibritas oder auch wie dieses Neugeborene, das wir aus dem einen Ende kennen. Ha. Okay, hier kommt man noch irgendwie rauf. Aber wie genau, das weiß ich nicht. Das finden wir aber noch raus. Und da oben scheint auch jemand zu sein. Na gut, dann gehen wir erstmal geradeaus weiter. Generell kann man sagen, dieses ganze Gebiet erzählt nochmal richtig viel Geschichte rund um Bloodborne. Wichtige Geschichte. Oh mein Gott, das sieht aus, als ob ich gleich sterbe. Okay, da ist irgendein fieser Zauberer. Oh Gott. Du bist der fiese Zauberer hier. Ja, ein Fischerdorf, deswegen auch diese Boote, die wir am Eingang gesehen haben. Das sind natürlich denen ihre Fischerboote, mit denen sie hier geangelt haben. So, jetzt können wir hier runter. Und wenn mich nicht täuscht, wartet hier unten nichts Geringeres als der Supertod auf uns. Nämlich ein riesiges, ekelhaftes Monster. Und da oben wartet direkt das nächste. Deswegen gehen wir schnell wieder hoch. Denn hier wollen wir gar nicht hin. Noch nicht zumindest. Oh, jetzt sind sie beide erwacht. Und jetzt ruckelt hier alles. Also es ruckelt nicht, sondern es wird hier alles erschüttert von ihrer Macht. Ja, ganz kurz, Vorsicht. Sie greifen an. Wenn sie angreifen... muss man vorbereitet sein. Oh nein, das Ding ist hier einfach rausgekommen. Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding hier auch einfach rauskommen kann. Gut, dann sollten wir da so einfach nicht reingehen. Eigentlich schon schön, wieder in der Welt von Bloodborne unterwegs zu sein, aber dann auch wieder nicht so schön, wenn man nämlich stirbt. Und man noch nicht weiß, wo man seine Seelen wiederfinden wird. Ja, ziemlich viele von denen, also die sind eher klasse durch Masse hier. Also Stärke durch Masse. Auch nicht so na gut, es war nicht dumm, denn die Blutfiole ist ja nicht verloren. Sie geht ja über in meinen Safe, sozusagen. So, müssen wir erstmal ganz kurz hier durchbrechen. So. Also Blutfiolen kriegt man hier echt gut zurück. Muss man ja sagen. Ach nee, der ist gar nicht unten. Der ist oben. Boah, der ist hier oben, der Typ. Boah, erstmal nicht unbesiegbar. Sehr gut. Er ist nur verdammt groß.
Man muss ein bisschen ruhig wahrscheinlich bleiben bei dem Kampf. Achso, man darf natürlich, versuchen. Und dass man nicht so von ihm gefressen wird, wie ich jetzt. Nein! Oh, fick dich, ey. Boah, eine Sekunde bevor er trifft und über meine blöde Waffe kaputt ist. Oh, weil die Waffe kaputt gegangen ist, muss ich sie wechseln und konnte nicht mehr so viel Schaden machen. Ah, nein. Ja, so geht's dann manchmal. Das ist ja unschön. Aber wir spielen Bloodborne, wir spielen ein Souls-Game. Diesmal auch ein echtes Souls-Game, also kein quasi Souls-Game wie Sekiro, was ja von vielen nicht als echtes Souls-Game angesehen wird. Ihr versteht, was ich meine. Dementsprechend, warte mal, so. Probieren wir es jetzt einfach nochmal. So, schön, dass mal alle hier ab. Oh, super, erstmal daneben schlagen. So, lass ihn mal rankommen jetzt hier. Wir testen das jetzt mal aus, dass wir den jetzt mal endlich besiegen, den Großen. Ah, shit. Mit dem Großen kommt doch erstmal der Kleine hier, oder was? Oh Gott, ich werde angeschrieben. Oh Gott, oh Gott. Oh, fick dich. Das war auch hungrig, ey, der Typ. Jetzt mal schnell hier mal die Beine in die Hand nehmen. Und eins und zwei und drei. Oh, dieser komische Kumpel, der nervt mich gerade so echt, echt am meisten, ne? Einfach heile, ohne dass ich geheilt werden musste. Ah. Boah, Mäßigungsdunstedelstein. Guter Rang. Oh, perfekt, Leute. Perfekt, ey. Ich dachte schon echt, wir kriegen den jetzt gar nicht mehr down. Deswegen lass mich mal ganz kurz die Quelle für meine Töne hier ausmachen. So, jetzt können wir hier weitermachen. Achso, nebenbei mal wieder die Aufnahme auf. So, dass ich auch sehe, dass ich hier aufnehme, sonst ist es mal ein bisschen blöd. Erstmal wieder
Zack, oh, 5 Blutfiolen. Vielen lieben Dank dafür. Das ist ja ein schönes Geschenk. Das sind wahrscheinlich die eben mal... Also sie haben ja Harpunen in der Hand. Und Harpunen werden ja zum Jagen von Fischen benutzt. Also gerade so von Walen und sowas. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das hier alles Fischer sind. Ne? Das sind wirklich die ehemaligen Dorfbewohner. Hier sind ihre Schiffe, mit denen sie sonst gefahren sind. Bevor... Wow. Das nenne ich mal... gegenseitig umgebracht. Ja, da oben ist ein fieser Werfer. Hey, na, wieso treffe ich nicht? Boah, alter Verwalter, ey. Leute, was wird hier noch lustig? Das wird hier noch richtig witzig. So richtig witzig wird das. So lustig. Hahaha. Halt mich. Ich kann mich kaum noch einen voll lachen hier. Ah, wenn man dann mal nicht weiterkommt, ne? Wenn man dann mal nicht weiterkommt. So. Muss ich echt dann nochmal gegen den Riesen kämpfen, oder ist der... Ich glaube, der muss nochmal gegen kämpfen, oder? Ich meine, der ist schon so umgefallen. Das sah schon fast so aus wie... Hey, ich bin jetzt immer tot, aber ich glaube fast nicht, ne? Nein, er ist ja dann letztendlich schnell down gegangen. Problematisch, bei dem sind ja eigentlich nur seine Kumpels hier. Die dann alle noch kommen und auch noch mitmachen wollen. Wenn da der Oberobstverkäufer ankommt. Oh! Geht's einfach mal von hinten hier rein. Ha. Da dreht er sich einfach durch meine Dolchschläge durch, ey. So. Bevor hier nämlich alle hier denkt, dass ihr verschont werdet. Wird niemand geschont. Ah ja, noch ein Dunstblut-Edelstein. Ölurne. Das ist der Nebeneingang, durch den ich hier rein bin. No, nicht schlecht. So. Ah, der Große steht da nämlich auch bereit. Ah, du hast auch einmal meine... Boah, 10.000, ne? Nicht schlecht, meine Blutechos. Klar, ich kann mir viel mehr in kürzerer Zeit farmen. Aber man muss ja auch nicht immer angeben mit dem, was man hat, ne? Man kann ja auch sich auch mal über Dinge freuen. Der kann werfen. Oh. Boah, wie ich es einfach alle auseinandernehme hier. Da fliegen die Gedärme. Hinten sind noch welche. Oh, Jungs, wie viel gibt es denn hier? Oh, die sind echt stark, die Werfer. Die Werfer-Renos hier. Wenn man immer an den dran ist, an den Harpunenwerfers, dann geht das ja. Aber davor... sind die hier schon ganz schön stark. Da oben ist auch noch einer. Ah, das ist so ein Zauberer. Oh nein! Oh, fick dich doch! Fick dich! Nein! Deine Waffe!
aufhalten. Ich will ihn gar nicht anvisieren. Ich will seinen Kumpel da anvisieren. Mal schnell mal hier runter, ey. Aber wenn ich überhaupt ob irgendeine Chance gegen den haben will, muss ich den ja erstmal hier wegloggen. So, den weggeloggt. Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Junge. So. Jetzt ist der Oberfisch hier dran. Okay, oder auch nicht. Oder der Oberfisch ist hier noch lange nicht dran. Alter, sieht gerade voll aus, als ob der eine andere Fisch mich am WTF. Was war das? Was war das? Ich glaube, ihr lieben Leute, ich will mal was ausprobieren. Ich bin ja so ein Fan vom Durchlaufen, weil jetzt hier immer gegen alle zu kämpfen wird, glaube ich, auf die Dauer. Also ich glaube, das ist dann schon nicht ganz so die schönste Sache. Deswegen, oh Gott, die verfolgen. Oh Gott, wie das aussieht, ey, wie die mich verfolgen. So. Jetzt, aber ich glaube, hier hinten lang wird es echt jetzt Mist, ne? Nein, ich hoffe einfach nur, dass ich da vorne, wenn ich ums Eck komme. Vielleicht von dir oder so. Oh nein. Okay, bitte war es ganz anders. Oh, scheißen! Okay, also meine Idee hier durchzulaufen war gar nicht mal so schlecht, weil es sind echt viele Gegner. Aber hier zu versuchen, das alles, das wird noch spannender. Ja, ich weiß, viele sind kein Fan von diesem Durchlaufen und ich kann das auch echt nachvollziehen. Aber wir sind hier in einer Let's Play-Aufnahme. Sprich, ich versuche in einer halben Stunde euch so viel wie möglich zu zeigen. Mich eine halbe Stunde lang dieselbe Straße hoch und runter zu kämpfen, ist auch nur für manche interessanter Content. Deswegen lasst mich das mal eben abkürzen hier. So. Boah, es sieht echt witzig aus, ne? Also für die. Für mich ist das gerade gar nicht witzig. Für mich ist das hier gerade echt ein Todeslauf. Ich glaube, ich muss hier lang um den Baum. Dann hier noch so ein bisschen. Hallo, oh Gott. Das ist jetzt hier wirklich, das ist hart. Dann hier hoch. Ein bisschen rollen. Den wunderschönen Mond. Ein Grab. Ein wunderschöner Mond und ein Grab. Und da unten sehen wir übrigens auch schon. Oh nein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich glaube, wir sollten erstmal unsere Waffen reparieren gehen. Also zu ihm nochmal hinzulaufen, das kriege ich schon hin. Aber ich sollte auf jeden Fall vorher meine Waffen reparieren. Denn das kriege ich gerade nämlich nicht so gut hin. Deswegen lass mich mal ganz schnell. Ich habe ja noch einmal Kaltblut. Und dann gehen wir ganz fix in die Werkstatt. Wir haben übrigens auch gerade eben schon einen Blick auf Mutter Kos, auf Mother Kos werfen dürfen. Dazu komme ich aber später. Das macht aktuell bei dem Content, den wir hier gerade haben, machen noch nicht so viel Sinn. So, erstmal alles reparieren. Chicago.
So, dann können wir auch das Chicago wieder reinnehmen. Das Chicago halte ich für eine sehr gute Waffe. Ist aber noch nicht die letzte. Also, ich will noch eine Waffe hier ganz gerne austesten, bevor ich mich für die zweite plus 10 Waffe entscheide. Ja, diese Folge ist wieder so richtig typisch Bloodborne. Ich sterbe die ganze Zeit und versuche mich einfach nur durchzurennen. Ich könnte aber auch die Orga auf Ibritas für den mitnehmen. Oder ich kann ihn auch stunnen. Also es gibt viel, was ich bei dem machen kann. Deswegen lasst mich mal... Ja, für Orga auf Ibritas muss man halt vor allem auf Arkan skillen. Wenn man das nicht tut, wie ich es nicht getan habe, macht man damit weniger Schaden. Genauso wie man mit Orga auf Ibritas... wie man ohne Arkan weniger Schaden zum Beispiel an mit Feuer macht. Das geht ja auch besser, wenn man Feuer hat. Ja, das war jetzt dumm. Dass ich hier nicht versucht habe, eine kleine Runde zu laufen. Wow. Das ging mal etwas besser. Oh, scheiße. Und jetzt ist aber Fersengeld. Ein endloser Tod erwartet diejenigen, die ins Unbekannte spähen wollen. Okay. Boah, der hat eine voll fleischüberzogene Waffe. Wie macht man den jetzt am besten? Stunnen wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber irgendwie werde ich da oben zu zitterig. Weil ich ja auch schon diesen elendigen Weg vorher hinter mir habe. Jetzt versteht ihr auch, glaube ich, warum ich diesen Weg immer irgendwann oder generell in solchen Spielen immer irgendwann anfange, Wege durchzurennen. Weil es einfach ansonsten wirklich richtig Pain in the Ass ist. Es ist ansonsten richtig ein richtiger Schmerz im Arsch. Weil man immer wieder diese, also die Gegner werden ja hier nicht weniger. Ist ja nicht so wie bei Bloodborne 2, bei Dark Souls 2. Wo die Gegner irgendwann weniger werden. Weil man wenn man die Gebiete leer sterben kann. Sondern es ist ja wirklich so, das bleibt ja alles, wie es ist. So, jetzt. Unser Kumpel da drüben. Wo ist hier eigentlich der Glockenspieler? Ich meine, kann einfach den Glockenspieler hier erledigen. Der ist hier drin in dem Haus. Gott. Oh, endloser Tod. Das gibt's doch nicht. Erwartet diejenigen, ein die ins fucking Millimeter, ey. Ein fucking... Den kriegen wir heute noch, ey. Den kriege ich heute noch, ey. Und auch wenn mich das jetzt alles kostet, den kriegen wir heute noch. Ah. Und nochmal. Diesmal habe ich ja immerhin... Nee, so richtig gut habe ich den Weg zu ihm ja auch noch nicht überstanden. Jetzt Gas. Genau. So. Dann erwischen einen nämlich die nicht. Dann hier kurz abwarten. Genau. Dann kann man hier oben lang. Mein Ziel wäre es ja, da unten irgendwo noch eine Lampe oder einen Durchgang zu finden. Jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen nachgelegt.
Boah, das lief jetzt immer gar nicht so schlecht. Und lass mich raten, ich laufe die ganze Zeit an der Lampe vorbei oder so. Warte mal, ich gucke jetzt mal hier lang. Also da unten geht's halt... Ne, da unten geht's halt nochmal hin. Also wir könnten jetzt schon zum DLC Endboss gehen. Oh. Jetzt habe ich dich aber, ey. Nee, habe ich nicht. Oh. Der kriegt mich nochmal, oder wie? Jetzt aber. Oh. Blutbefleckte Armbänder. Und meine Blutechos gibt's zurück. So, geschafft. Wer bist du? Okay, du warst auf jeden Fall niemand, der mir etwas sagen wollte, sonst hättest du mir was erzählt. Okay, hier gibt es echt noch so viel zu erkunden. Ich versuche aber erstmal, wie gesagt, lieber... Ja, sowas wie eine Abkürzung oder wie eine Lampe zu finden... Ich glaube, das ist mir jetzt gerade lieber, damit ich diesen ersten Weg da nicht nochmal so gehen muss. Ich kann zum Beispiel jetzt hier so runter. Ah ja, da ist auch eine Leiter. Ah ja, hier ist der von oben, der auch gestorben ist. Ah, den ich ja oben gerade runtergedingst habe. Alles so verfaulte Baracken hier. An denen der Zahn der Zeit wohl richtig nagt. Ja, ich mache die Folge heute auch mal bewusst ein bisschen länger. Dadurch, dass wir jetzt ja auch ein bisschen schlecht gespielt haben, also ich... Also halt schlecht gespielt, aber ich habe halt an manchen Stellen jetzt ein bisschen mehr gehangen, deswegen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh Gott, die können hier Strom machen und... Wow, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Wunderbar, dann sind wir doch noch gestorben. Perfekt, perfekt, Leute. Dann sind wir ja doch noch gestorben. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch ein ganz kurzes Päuschen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Bloodborne auf der Suche nach einer Lampe, nach Items, nach Geheimgängen. Denn hier gibt es noch sehr viel zu looten. Wir müssen noch nicht zum Boss gehen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Haut rein, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.